Als nächster spricht Kollege Bocklet für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist mir ein Bedürfnis, zu antworten auf die Kritik von Frau Kollegin Gnadl. Ich finde, was fehlt, ist, Frau Gnadl, dass Sie zunächst einmal beschreiben, was eigentlich der normale Ablauf ist, wie junge Menschen in eine Ausbildung kommen. Der normale Verlauf ist, dass jemand von der Schule kommt, ein Mädchen oder ein Junge, und das gelingt bei über 90%, 95% aller Schülerinnen und Schüler, und sie finden einen Ausbildungsplatz, in der Regel sogar selbstständig. Wann ist also dann der Staat gefordert? Wir haben in Deutschland ein duales Ausbildungssystem, und wenn das so gut funktioniert, wie es das bisher getan hat, dann ist das der Regelfall. Was passiert also dann mit Jugendlichen, denen es nicht gelingt, selbst einen Ausbildungsplatz zu finden? Da gibt es zwei Ansätze, denen wir dringend nachgehen mussten und nachgegangen sind. Zum einen muss die Hauptschule oder die schulische Ausbildung so verbessert werden, dass die Ausbildungsfähigkeit dieser Absolventen in diesem Alter deutlich besser wird. Und dazu gibt es, das können wir gerne in der Schulpolitik diskutieren, da sind eine Fülle von Maßnahmen eingeleitet worden im HKM. Die sind auch in dieser großen Anfrage weitläufig beschrieben, damit Schülerinnen und Schüler tatsächlich über Sprachförderung, über Nachhilfen, über vieles andere mehr tatsächlich einen Hauptschulabschluss machen, der sie auch befähigt, eine Ausbildung überhaupt zu beginnen. So, was passiert dann, wenn diese Jugendlichen immer noch nicht die Möglichkeit haben, einen Ausbildungsplatz selbstständig zu finden? Und da ist es ordnungspolitisch natürlich zunächst einmal so, dass wenn sie der Berufsschulpflicht oder der Schulpflicht entglitten sind, dass dann natürlich die Bundesagentur eine Fülle von Maßnahmen vorschlägt. Da ist die Berufseinstiegsbegleitung, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, da haben Sie die Einstiegsqualifizierung, Sie haben ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung, Maßnahmen der begleiteten betrieblichen Ausbildung, Reha-Ausbildung und so weiter und so fort. Dort wird sich also schon von Seiten der Bundesagentur für Arbeit dieser Jugendlichen angenommen. So, und wenn wir dann immer noch ein Problem haben, dann greift das Land Hessen ein. Und das finde ich auch richtig so. Das tun wir seit einigen Jahren. Und wenn Sie sagen, Frau Gnadl, da tut das Land, ich glaube, Sie haben sogar das Vokabular Versagen gesprochen, dann frage ich mich tatsächlich, haben Sie diese Antwort nicht zur Kenntnis genommen, die dort in der Großen Anfrage auch beantwortet wurde. Es ist nämlich so, lassen Sie mich nur zwei Zahlen nennen, da muss man eigentlich doch also vor Peinlichkeit erröten, wenn man angesichts dieser Zahlen vom Versagen spricht. Erste Zahl im Jahr 2014. Das Ausbildungsbudget verwaltet im Hessischen Sozialministerium. 2014 10,5 Millionen € für das Ausbildungsbudget des Sozialministeriums. 10 Millionen in 2014, zu Beginn dieser Legislaturperiode. 2016 25 Millionen €, mehr als verdoppelt das Ausbildungsbudget, das das Land in die Hand nimmt, obwohl es eigentlich eine duale Ausbildung, obwohl es eigentlich die Bundesagentur für Arbeit gibt, sieht das Land Handlungsbedarf und verdoppelt diese Ausgaben allein im Sozialministerium. Ich finde, das wäre einmal eines Lobes würdig. So, und dann schauen wir uns das zweite Fakt an. Wir reden einfach einmal nur über Fakten. Das tut wohl. Ja? Wenn wir über das Hessische Wirtschaftsministerium reden, die Zahl des Hessischen Wirtschaftsministeriums 2014, in der Zeit, als diese Koalition die Verantwortung übernommen hat, 2014 haben wir bei dem die puren Landesmittel, damit wir jetzt gar nicht über die Bundesmittel reden müssen, die puren Landesmittel im Wirtschaftsministerium betrugen 2014 15 Millionen. 2014. Und wir haben im Jahre 2016 30 Millionen. 30 Millionen in 2016. Um es vereinfacht auszudrücken, auch hier haben wir verdoppelt. Das Hessische Wirtschaftsministerium hat seine Mittel verdoppelt, die Landesmittel verdoppelt. Ich finde es eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also von einem Versagen kann nicht gesprochen werden. Und dann kommen wir zu der Frage, Sie haben aber dennoch recht in einem Punkt, Frau Gnadl. Wir haben, obwohl wir 42.000 offene Bewerber kennen, haben wir tatsächlich nur 36.000 Bewerber versorgen können. Und davon sind dann also 6.000 versorgt worden. Und es bleiben tatsächlich 1.800 Unversorgte. Und jetzt, finde ich, können wir gerne
in eine fachliche Diskussion einsteigen darüber, wie wir die bestehenden Programme, die wir haben, wie wir die zielgenauer neu ausrichten, damit uns diese 1.800 Unversorgten nicht durch die Lappen oder dauerhaft verloren gehen. Das ist eine fachlich berechtigte Diskussion. Aber würden Sie bitte noch einmal eine zweite Zahl ergänzen, wenn Sie 1.800 Unversorgte ansprechen, dann müssen Sie aber auch feststellen, dass wir 2.700 offene Ausbildungsstellen unbesetzt haben in diesem Lande. Das darf man auch zur Kenntnis nehmen. Und da gibt es ein Mismatch, das wir schon seit Jahren beklagen. Wir haben offene Stellen, und die sind offensichtlich, diese Ausbildungen sind hochqualifiziert, und sie finden keine Bewerber. Andererseits haben wir 1.800 unversorgte Bewerber. Das ist die permanente jährliche Herausforderung an die Landespolitik, mit ihren nachgeordneten Landesprogrammen nachzusteuern. Und da finde ich es eigentlich nur ziemlich billig, wenn Sie sich an einem Punkt, ich bin mir sicher, die Landesregierung wird das noch viel präziser beantworten können bei der Frage, was bei Pro Abschluss war oder was Sie andere Vereinbarungen getroffen haben, warum die Zahlen so sind, wie sie sind. Aber wenn Sie eines rauspicken und sagen, das hätte viel besser laufen können, das spricht für ein Versagen, das ist doch eine ganz, finde ich, schräge Argumentation. Wir wissen immer vorher nicht, wie erfolgreich eine Maßnahme ist. Das weiß man nie. Man nähert sich der Gruppe von Jugendlichen, die nachweislich einen schlechten Schulabschluss oder keinen haben. Man nähert sich der. Man versucht dort mit sozialpädagogischen Maßnahmen, mit überbetrieblichen Einrichtungen. Ich selbst habe im Berufsbildungswerk eines freien Trägers gearbeitet. Das ist eine wirkliche harte Klientel. Das ist nicht so, dass man sich vorne hinstellt und einfach beschult und am Ende kommt ein guter Schüler am Ende raus. Das bleibt ein hartes Klientel, das wirklich intensiv beschult und betreut werden muss. Und dennoch hat man hier den Versuch unternommen. Und ich finde Ihnen, dass diese jegliche Initiative, die Ausbildungsinitiative der Landesregierung, überaus erfolgreich ist. Wie klein ist denn die Gruppe noch? Ich finde das ein absolut erfolgreiches Ergebnis heute. Aber ich glaube auch der Kollege Müller, auch die Landesregierung, Sie werden von der Landesregierung nicht hören, dass es ein befriedigender Zustand ist, wenn 1.800 Jugendliche unversorgt sind. Das ist der Handlungsauftrag. Aber ich habe es schon noch einmal gesagt, wir würden, über 21 Seiten wird in dieser Antwort zitiert, was die Landesregierung alles unternimmt, damit diese Zielgruppe erreicht wird. Aber es ist ein Problem, dass der Jugendliche, wenn er mit 14, 15, 16, 17 die Ausbildungsfähigkeit erreicht hat, die er hat, dass wir da nicht immer alles retten können. Es wird in der Tat Jugendliche geben, die auch in einer längeren Arbeitslosigkeit bleiben. Und auch, aber da haben wir gesagt, wir werden uns darum kümmern. Wir brauchen auch da Langzeitarbeitsloseprogramme. Jugendliche bis 25 eine besondere Anstrengung, dass sie wirklich noch auch nachholende Qualifizierung bekommen. Also, ich will es mal so sagen, da reißen sich mehrere Akteure in diesem Land richtig Beine aus, damit wir diese Zielgruppe erreichen. Aber am Ende muss auch der Jugendliche mitmachen, und das ist eben nicht immer so einfach im Leben. Das Leben ist komplexer als die Statistiken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann übrigens im Gegensatz zu Ihrer Behauptung keine Frage entdecken, die nicht beantwortet wurde. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären, welche nicht beantwortet wurde. Sie gefallen Ihnen vielleicht nicht, die Antworten, das mag sein. Aber ich kann nur noch einmal sagen, von der Bildungskette angefangen, von den Haupt- und Berufsschulen, die die Bildungsketten betreuen, wenn es in den Übergang Schule-Beruf geht, über die Ausbildungsmaßnahmen des Sozialministeriums und die Ausbildungsmaßnahmen des Wirtschaftsministeriums. Das Land hat die Anstrengungen verdoppelt. Es hat sich Bündnisse geschlossen. Es geht jeglichen kreativen und unkonventionellen Weg, um diese Zielgruppe zu erreichen. Wir haben hier einen Dauerauftrag an uns, jeden einzigen Jugendlichen tatsächlich in Ausbildung zu bringen. Aber wir haben uns keinen Vorwurf der Versäumnisse anzuhören. Ich finde, das ist eine absolut befriedigende Arbeit. Wir werden sie fortsetzen und unsere Anstrengungen weiterhin verstärken. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will eigentlich nur auf ein paar wenige Punkte eingehen, weil ich mich an vielen Stellen den Ausführungen der Kollegin Gnadl anschließen kann. Und zunächst einmal, weil Herr Lenders ja vorhin unseren über viele Jahre hinweg immer wieder diskutierte Frage der
wie umzugehen eben mit der Ausbildungsverpflichtung, der gesellschaftlichen Verpflichtung der Unternehmen, ihrer Ausbildungsverantwortung nachzukommen, dass wir das ja lange immer wieder diskutiert hatten. Ich will nur einmal sagen, also meine Fraktion, was wir ja immer vorgeschlagen haben, war ja nicht eine Ausbildungsplatzabgabe, sondern eine Umlage. Und völlig konjunkturunabhängig und völlig unabhängig davon, wie die Lage auf dem Ausbildungsmarkt tatsächlich ist, halte ich das für gerecht. Weil das Problem ist doch, Herr Lenders, und daran hat sich ja nichts geändert, ist, dass die Hauptlast der Ausbildungsplätze wird von den kleinen Unternehmen gemacht, von den kleinen und mittleren. Wenn man sich aber die Ausbildungsquote zum Teil bei den DAX-Konzernen anschaut, dann sieht man, dass sich diese großen Konzerne zum Teil aus der Verantwortung stehlen. Und da wir der Meinung sind, dass Berufsausbildung eine gesellschaftliche Verantwortung ist, die Unternehmen in diesem Land haben und der sie unterschiedlich stark nachkommen. Die einen kommen dieser Verantwortung nach, ja, das sind eher die kleineren verstärkt, und die anderen stehlen sie aus der Verantwortung. Deshalb sind wir der Meinung, dass es sehr gerecht wäre, dass wenn die Unternehmen, die nicht ausbilden, eine Umlage zahlen, um damit die Betriebe zu unterstützen, die dieser Verpflichtung nachkommen. Finde ich ein vernünftiges Konzept. Und deswegen bleibt DIE LINKE auch bei der Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage, unabhängig davon, wie die reale Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist, meine Damen und Herren. Und ich will aber auch noch einmal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, was die wirkliche und reale Lage auf dem Ausbildungsmarkt angeht. Weil ich finde, man sollte jetzt nicht hier im Landtag so tun, als würde jeder Jugendliche, der einen Ausbildungsplatz sucht, auch einen finden. Es ist richtig, dass es in einigen Bereichen überzählige, also unbesetzte Ausbildungsplätze gibt. Das stimmt. Das ist aber sehr stark auch von verschiedenen Branchen abhängig. Das wissen Sie. Also, dass beispielsweise in der Gastronomie wir unbesetzte Ausbildungsplätze haben. Ich finde, da muss man auch einmal diskutieren, woran zum Beispiel das liegen könnte, ob das vielleicht auch an Arbeitsbedingungen und an späteren Gehaltsvorstellungen oder an Gehaltsentwicklungen liegt. In anderen Berufen haben wir das nicht. Also von daher finde ich, muss man schon genau hingucken. Und wir haben natürlich auch einen großen regionalen Unterschied. Also wir haben eine andere Situation im ländlichen Raum als in Frankfurt. Deswegen will ich nur ein bisschen davor warnen, dass jetzt so getan wird, als hätten wir, weil sich irgendwie rechnerisch es ein bisschen mehr angleicht, als hätten wir jetzt das Problem gelöst, weil nicht jeder Bewerber, nicht jede Bewerberin ist für jeden Ausbildungsplatz geeignet und umgekehrt. Und deswegen will ich noch einmal erinnern an das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts, ich glaube aus dem Jahr 1980, wonach das grundgesetzlich geschützte Recht auf freie Berufswahl nur dann erfüllt ist, wenn man einen Ausbildungsplatzüberangebot, ich glaube, damals war die Zahl 112%, in dieser Größenordnung hätte, damit man eben wirklich überhaupt die jungen Menschen eine Chance haben, sich einen Ausbildungsplatz auszusuchen und vielleicht am Ende nicht einen Beruf zu ergreifen, den sie vielleicht gar nicht möchten. Also von daher will ich nur ein bisschen Wasser da in den Wein schütten, was die Situation auf dem Ausbildungsmarkt angeht. Das ist sehr differenziert. Frau Lannert, Sie wissen das, das ist sehr differenziert, regional und eben auch nach den unterschiedlichen Branchen. Ich finde, entscheidend ist ja, Sie können gerne sprechen. Ich werde meine Redezeit nicht ausschöpfen, Frau Lannert. Also, wenn Sie noch etwas brauchen, können Sie ja gerne noch etwas sagen hier vorne. Also, die Ausbildung, finde ich, wir müssen überlegen, welche Rahmenbedingungen eben auch seitens der Politik gesetzt werden muss. Das ist natürlich, darüber ist jetzt diskutiert worden, die Frage Übergang Schule Beruf, wo man eben jede Maßnahme genau anschauen muss, was ist sinnvoll, welche nicht. Was sind diese viel genannten auch Warteschleifen, wo junge Menschen eigentlich eher Zeit verlieren, als dass sie wirklich vorbereitet werden auf eine Ausbildung, und was sind sinnvolle Maßnahmen? Ich will noch einmal auch deutlich machen, dass wir auch über die Qualität der Ausbildung reden müssen. Hier gibt es immer wieder auch Studien, auch Beschwerden seitens der Gewerkschaften, dass wir wirklich an vielen Stellen auch ein Problem haben mit der Qualität der Ausbildung, dass eben Auszubildende dann eben nicht qualifiziert werden, sondern dass große Anteile darin bestehen, eigentlich regulär zu arbeiten und dass sie zu wenig lernen. Und ich möchte auch ansprechen die Frage der Vergütung.
Wir müssen auch darüber reden, was Auszubildende an Vergütung bekommen. Wir brauchen eine Form von Mindestausbildungsvergütung. Also, ich sage Ihnen einmal, dass wenn eine Auszubildende zur Friseurin im Land Sachsen-Anhalt im zweiten Lehrjahr 1,03 Euro die Stunde verdient, dann ist das unangemessen, und dann brauchen wir auch für Auszubildende eine Mindestausbildungsvergütung, damit diese jungen Menschen eben nicht für 1 Euro oder 2 Euro die Stunde arbeiten, meine Damen und Herren. Und wir brauchen, ja, und wir brauchen auch die Ausbildungsumlage. Und ich finde eines wichtig, da hat Kollegin Gnadl auch schon darauf hingewiesen, das Land muss natürlich selber Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, und zwar ausreichend. Und da finde ich, ja, die große Anfrage der SPD ja gute Zahlen noch einmal zutage befördert. Also, wenn die Zahl der Ausbildungsplätze bei den Ministerien von 806 auf 531 zurückgeht, ja, auch im Wirtschaftsministerium, das ja zuständig ist für die Berufsausbildung, sage ich einmal, Herr Staatssekretär Samson, wenn man halt von den Unternehmen verlangt, zu Recht, dass sie der gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, Ausbildungsplätze zu schaffen, dann muss aber eben auch so Ministerien, da muss das Land Hessen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen kritisieren wir das sehr, dass Ausbildungsplätze abgebaut werden. Wir brauchen einmal, um für den öffentlichen Dienst, aber eben auch, um ein attraktives Ausbildungsplatzangebot zu haben, brauchen wir Ausbildungsplätze auch in den Ministerien, auch im öffentlichen Dienst des Landes Hessen. Und das kritisieren wir, dass das abgebaut wurde. Wir sind der Meinung, da muss das Land mit gutem Beispiel vorangehen und mehr Ausbildungsplätze schaffen. Vielen Dank. Das Wort hat für die Landesregierung Herr Staatssekretär Samson. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank auch an die SPD, dass Sie diese Große Anfrage gestellt haben, weil es uns hier ermöglicht, sich mit einem Themenfeld zu beschäftigen, was wichtig ist und was leider auch zu Unrecht deutlich zu tief unter dem politischen Horizont gefahren wird. Ausbildung hat eine ganz große Bedeutung, und zwar volkswirtschaftlich und für den Einzelnen. Für den Einzelnen, ich glaube, das ist hinreichend deutlich geworden, ohne eine qualifizierte Ausbildung sind die späteren Möglichkeiten, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu werden, sehr, sehr schwierig. Deswegen braucht jeder Einzelne eine gute Ausbildung. In der Summe ist es volkswirtschaftlich hochgradig wichtig, dass wir ein hohes Ausbildungsniveau haben. Das Thema ist auch häufig hier diskutiert worden unter dem Stichwort Fachkräftemangel. Auch da müssen wir einiges tun, und die Landesregierung macht einiges. Herr Bocklet hat zu Recht sowohl die Summen als auch die einzelnen Programme aufgeführt. Das kommt aus der Beantwortung der Großen Anfrage, wie ich finde, vollumfänglich und auch umfassend geht das hervor. Insofern glaube ich, wie haben Sie es genannt, Dokumentation des Versagens, Frau Gnadl. Das ist, um es vorsichtig zu sagen, ein absurdes Zerrbild, das Sie zeichnen. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Und wenn Sie weitere Fragen dazu haben, bin ich auch gerne bereit, das noch einmal im Einzelnen, auch bilateral und mit meinen Leuten im Haus bei Ihnen noch einmal dafür mehr Verständnis zu sorgen. Denn, und ich glaube, und da ist noch einmal ein ganz wichtiger Punkt für dieses spezielle Thema, was wir haben. Wir haben heute Morgen über die schulische Ausbildung gesprochen, auch über den Anteil der Schule an der Berufsorientierung. Das ist wichtig. Aber wir haben wir sind jetzt in der nächsten Debatte, was hier jetzt das Land macht im Bereich der Ausbildungsförderung. Ein zentraler Unterschied zwischen diesen beiden Themenfeldern ist, wir haben hier einen zentralen Verantwortlichen, das Land über den Kultusminister, der den schulischen Rahmen für die Qualität der Ausbildung stellt. Das geht bei der Ausbildungsplatzförderung nicht. Wir brauchen ganz viele verschiedene Akteure. Und ein zentrales, strukturierendes Element für dieses Politikfeld ist die Kooperation. Wir brauchen strategische Allianzen vieler Akteure, die sich voneinander abhängen. Das ist die Unternehmen, das ist die Bundesanstalt für Arbeit, das sind die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften und alle anderen
Träger eines Ausbildungssystems. Erst wenn es uns gelingt, die verschiedenen Akteure gemeinsam in einem Strang ziehen zu lassen, haben wir eine Chance, die noch deutlich zu hohen Zahlen der nicht versorgten jungen Menschen hier zu reduzieren. Lassen Sie uns zur Realität kommen, wie der Arbeitsmarkt in diesem Feld im Augenblick aussieht. Noch vor einigen Jahren steckten wir mitten in einer Ausbildungskrise. Viele junge Menschen fanden damals keinen Ausbildungsplatz. Das war übrigens auch der Zeitpunkt, wo die öffentliche Hand, wo die Landesregierung gesagt haben, wir bilden über Bedarf aus. Wir bilden mehr aus, als wir eigentlich brauchen. Das war richtig und gut so. Aber in Zeiten, wo sich der Markt verändert, muss man auch wieder dahin zurückgehen, sich bei den Ausbildungsangeboten auch der Landesregierung an dem orientieren, was tatsächlicher Bedarf ist. Auch das ist, glaube ich, notwendig, sparsamer und effektiver Einsatz öffentlicher Mittel. Und deswegen sind die Zahlen für die öffentliche Verwaltung hier zurückgegangen. Das halte ich für richtig und auch vertretbar vor dem Hintergrund der aktuellen Ausbildungsplatzsituation. Die schlechten Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Mit hohem Förderaufwand auch des Landes, nicht nur, aber auch des Landes, wurden zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen, und die Verhältnisse am Ausbildungsmarkt haben sich deutlich positiv entwickelt. Darauf ruhen wir uns nicht aus, das dürfen wir nicht, denn es mangelt sicherlich nicht an Herausforderungen. Auf der einen Seite geht die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsplätze zurück. Die Zahl der Auszubildenden ist seit 2011 um 8% gesunken. Auf der anderen Seite stehen den unbesetzten Ausbildungsplätzen leider immer noch unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Ende September 2017, also zu Beginn dieses aktuellen Ausbildungsjahres, hatten wir 1.865 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber. Das sind ohne Frage zu viel. Aber das ist genau die Masse an Menschen, jungen Menschen, um die wir uns gemeinsam kümmern müssen. Ich glaube, gerade an der Stelle eignet sich dieses Thema nicht für eine politische Kontroverse, sondern hier sollten wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir die Dinge voranbringen. Es ist ja das Paradox, das verschiedene Redner auch angesprochen haben, dass wir auf der einen Seite die Anzahl an Ausbildungsstellen, an unbesetzten Ausbildungsstellen haben und auf der anderen Seite immer noch unversorgte Bewerber da sind. Da gibt es im Wesentlichen drei zentrale Ursachen. Sie sind genannt worden, das sogenannte Matching, das heißt, die kommen nicht richtig zusammen, die Ausbildungsprofile und Anforderungen, sowohl regional als auch thematisch. Zweitens, auch das wissen wir, es entscheiden sich immer mehr Menschen für ein Studium und damit automatisch gegen eine Ausbildung. Dass beides vereinbar ist und aufeinander folgen kann, habe ich selbst gemacht. Und ich glaube, das müssen wir auch deutlicher vermitteln, dass eine vorherige Ausbildung vor einem Studium ganz wichtig ist und auch Vorteile haben kann. Hat auch Probleme, aber ich glaube, wir müssen in die Köpfe. Ja. Genau. Und drittens, und das ist ein strukturelles Problem, darum müssen wir uns, glaube ich, noch intensiver beschäftigen. Drittens ziehen sich zunehmend Unternehmen, und da vor allem kleinere Unternehmen, aus der Ausbildung zurück, weil sie im Wettbewerb um geeignete Bewerber sich nicht mehr durchsetzen können. Viele kleine Unternehmen finden keine guten Auszubildenden mehr. Da wird meines Erachtens manchmal zu viel geklagt über die fehlende Qualität der Schulabgänger. Aber auf der anderen Seite gibt es objektiv viele Unternehmen, die gerne ausbilden würden und keinen geeigneten Bewerber finden. Dass die Landesregierung ihre Aufgabe ernst nimmt und sich auf vielfältige Weise engagiert, zeigt sich unter anderem im Bündnis Ausbildung Hessen. Das Bündnis Ausbildung Hessen ist meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel, wie strategische Partnerschaften zwischen allen relevanten Akteuren der Ausbildungsförderung dienen können. Die hessische Wirtschaft hat sich hier zur Bereitstellung von 1.500 zusätzlichen Ausbildungsplätzen verpflichtet.
Außerdem stellt sie jährlich mindestens 1.500 Plätze für Einstiegsqualifizierungen zur Verfügung. Seit 2016 liefert die Wirtschaft auch und stellt die zugesagten Ausbildungsplätze zur Verfügung. Aber, und ich glaube, das ist noch ein zentraler Baustein der Ausbildung des Bündnisses für Ausbildung, es geht halt nicht nur um die Quantitäten, um die Bereitstellung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen, sondern gemeinsam müssen wir uns dafür sorgen, dass die Qualität der dualen Ausbildung aufrechterhalten wird. Im Ausland, und das sind viele von Ihnen, die international unterwegs sind und sich mit in diesen Fragen auch unterhalten, wissen Sie das. Im Ausland ist die duale Ausbildung in Deutschland ein richtiger Erfolgs- und Exportschlager. Wenn wir auf Delegationsreisen sind, vergeht so gut wie keine Gesprächsrunde mit Parlamentariern, die uns nicht darauf ansprechen. Und hier ist, glaube ich, das Bewusstsein für die Bedeutung der dualen Ausbildung noch nicht überall hinreichend angekommen. Im Ausland wird das teilweise mehr wertgeschätzt als bei uns. Und gerade deswegen ist es wichtig, die duale Ausbildung zu stärken und auch qualitativ weiterzuentwickeln, damit dort mehr Qualität in die duale Ausbildung reinkommt und damit eine Attraktivität auch für die Bewerberinnen und Bewerber da ist, die sich zum Teil vielleicht heute noch für ein Studium entscheiden. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal ganz kurz drei Redezeit ist wie immer begrenzt, man könnte lange reden, drei wichtige Schwerpunkte, die uns wichtig sind. Erstens Durchlässigkeit und Gleichwertigkeit der Bildungssysteme. Wir sind Vorreiter in Hessen beim Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Seit dem Wintersemester 2016 können sich junge Menschen mit einem guten Berufsabschluss an allen hessischen staatlichen Hochschulen mit gestuften Studiengängen bewerben. Damit ist klar, es gibt keine Bildungssackgassen. Das ist ein wirklicher Durchbruch in der Qualifizierung der hessischen Jugendlichen. Zweitens muss das Ausbildungssystem den Anforderungen des technologischen Fortschritts und der Digitalisierung gewachsen sein. Das Land konzentriert sich dabei auf die Schaffung und Weiterentwicklung überbetrieblicher Kompetenz- und Bildungszentren im Handwerk. Ganz wichtig, da dürfen wir die auszubildenden Unternehmen nicht alleine lassen, weil die Anforderung wird dort auch steigen. Drittens steht die hessische Ausbildungspolitik unter dem Leitmotiv Ausbildungschancen für alle. Und das ist genau das, worauf Herr Bocklet hingewiesen hat. Es gibt vor allem für die Leute, die es nicht so einfach haben, dort müssen wir mit verstärktem Einsatz dafür sorgen, dass insbesondere die leistungsschwächeren, benachteiligten Jugendlichen, Hauptschülerinnen und Hauptschüler, aber auch Häftlinge und junge Menschen mit Migrationshintergrund die Chance bekommen, die sie verdient haben. Denken Sie bitte an die Redezeit der Fraktionen. Ja. Wir haben in unserer Antwort auf die große Frage zum Ausbildungsförderung, glaube ich, hinreichend und klar zum Ausdruck gebracht, dass das Thema für uns eine sehr hohe Bedeutung hat und wir in Hessen an der Stelle sehr gut aufgestellt sind. Wir brauchen mehr Kooperation, wir müssen zusammenarbeiten, wir werden zusammenarbeiten. Und es ist halt kein Zufall, dass das Schülerticket auch für Auszubildende gilt. Das hätte man mit guten Gründen anders machen können. Uns war es wichtig, auch für die Auszubildenden hier ein attraktivitätssteigerndes Element reinzukriegen. Und es ist ein gutes Angebot, für 1 Euro am Tag durch ganz Hessen zu fahren. Und ich glaube, das ist ein guter Beitrag. Wir brauchen attraktive Ausbildungsangebote. Unsere hessischen Unternehmen brauchen qualifizierte Fachkräfte. Dazu leistet die Landesregierung ihren Beitrag. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir noch besser werden. Dafür bedanke ich mich herzlich. Vielen Dank. Wortmeldung liegt mir vor. Frau Kollegin Gnadl zu diesem Punkt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich will jetzt die Debatte nicht überstrapazieren, aber ich möchte zu zwei Dingen noch kurz etwas sagen. Einmal, Herr Staatssekretär, mich überzeugt Ihr Argument nicht, warum Sie bewusst die Zahl der Ausbildungsstellen des Landes
um ein Drittel gekürzt haben. Und ich möchte Ihnen auch sagen, ich finde, das steht wirklich eklatant auch im Widerspruch zu den Zahlen der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber. Zweitens möchte ich noch einmal, und das wurde jetzt auch schon von mehreren Rednern angesprochen, darauf eingehen, dass von den hohen Summen gesprochen wurde, die für diesen Bereich der Ausbildungsförderung von Seiten des Landes Hessen ausgegeben werden. Sie haben hier die entsprechenden Mittel erhöht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe in keinster Weise in meiner Rede an irgendeiner Stelle gefordert, dass wir diese Summen erhöhen müssen im Landeshaushalt, sondern, wenn Sie mir zugehört haben, hätten Sie das auch mitbekommen können. Ich habe davon gesprochen, dass gerade weil wir diese hohen Summen im Bereich der Ausbildungsförderung ausgeben, überprüft werden muss, wie effizient eben die Programme sind, für die wir das Geld ausgeben. Es geht uns nicht als SPD-Fraktion um die Mittelerhöhung, sondern es geht uns um eine effizientere Verteilung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist viel Geld im System, die Förderstruktur ist unübersichtlich, und die Erfolge sind gering oder nicht nachvollziehbar. Und wir stellen uns die Frage, welche Bildungsgänge sind beispielsweise entbehrlich, weil sie eben nicht zu dem Erfolg, zu dem Abschluss führen. Und genau diese Fragen, Herr Bocklet, weil Sie mich darauf angesprochen haben, genau diese Fragen, wo es um eine Auswertung geht, wo es um die Evaluation geht, genau diese Fragen konnte uns die Landesregierung nicht beantworten. Das war unsere Kritik an der Großen Anfrage der Landesregierung. Vielen Dank. Damit legen wir jetzt zu dem Punkt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Und damit ist die Große Anfrage besprochen. Ich weise darauf hin, dass auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend keine indirekte Anwendung kuwaitischer Gesetze in Deutschland, die im Widerspruch zu unserer offenen Gesellschaft stehen, Drucksache 19/5456. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird das Top 81. 5 Minuten Redezeit wird im Rahmen der Tagesordnung dann entsprechend aufgerufen.